Okay, das ist jetzt zerstört. Also muss ich das irgendwie ganz nah machen, wenn der da ist? Ne, hier war die andere Tür, nicht wahr? Ja, hier. Ah, hier muss ich dann hin. Okay. Okay. Jetzt muss ich mal versuchen, ob ich mich rechtzeitig heilen kann. Ist aber schon ein bisschen. Puh, das ist schon knackig. Los, komm her! Was? Warum klappt das jetzt nicht? Ach komm! Weich aus! Weich aus! Oh! Das ist anatomisch gar nicht möglich, was er gerade gemacht hat. Guck mal, was ich finde, ja? Alles klar, danke. Ah, siehst du, hier ist noch so ein Raum. Hä? Krass. So, ich habe noch einen kleinen Raum gefunden. Jetzt kam die Benachrichtigung von Twitch. Wow, 2 Stunden später. Darauf kann man sich verlassen. Das ist echt cool. Wie kann eine Benachrichtigung 2 Stunden später kommen? Hey, warst du heute live? Ja, vor 2 Stunden. Ah, verpasst. Naja, gut. Jo, ist ja unglaublich. Ja, das ist es echt. Unfassbar. Hey, Sydney! Danke dir für die Bewirtung. Den Snack habe ich jetzt gebraucht nach dem Schock des Kapuzenmannes. Wie geht's? Danke dir.
Das ist super. Lanz hat gut reingepasst. Eho. Bitte schön. Dankeschön. Dir geht's gut? Wunderbar. Ja, mir geht's auch besser, nachdem ich in der ersten Runde heute ein bisschen geflucht habe. Ich war Elgris, nur ein bisschen. So, ja. Wir müssen hier den Porzellanmann, das Gesicht sah wirklich aus wie Porzellan, hier mit einer seltsamen Mechanik besiegen, die irgendwie nicht ganz so funktioniert, wie ich das dachte. Genau, das war diese Abkürzung hier. Und der ist tatsächlich hier drin. Ja, guckt euch das an. Wow, das nimmt man überhaupt nicht wahr. Genau, man kommt hier, von hier kommt man. Dann sieht man hier den Haufen. Das gibt's doch nicht. Oh, ich habe gar nichts mehr. Stimmt, sobald man stirbt, ist alles wieder weg. Moment, das ist gar nicht gut, wenn ich das jetzt mache. Jetzt muss ich erstmal. Moment, was haben wir hier noch? So eine Info hier. Jen, it's not what you think. No, it can't be. Oh. Ich vermisse meinen kleinen Bruder. Ich will nach Hause. Rachele Manni. Oh Mann. Sehnsucht nach zu Hause. Man. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass es dir gut geht. Fit bist. Hast du einen Schock des Todes? Ja, auf jeden Fall. Mehrere sozusagen. Es ist spät, deswegen gute Nacht und ciao. Alles klar, Xenox. Schön, dass du dabei warst. Und dann bis zu einer nächsten Runde. Im Wahnsinn der Motten. Mach's gut, bis dahin. Danke dir. Die Puppen. Oh ja, die Puppen. Oh, hier gab's einen Tipp, ja. Erster Bosskampf. Erster Bosskampf? Oh, heißt es, der kommt nochmal? Ich freue mich schon drauf. Genau wie Andrea. Wait, what? Moment mal, das ist der eine Kasten, den ich noch gemacht habe. Aber ich verstehe diese Mechanik nicht. Warum ist denn das? Das ist dann wieder grün, das heißt, ich bearbeite den, aktiviere das, dann ist grün, der kommt hin und dann wird er trotzdem geblendet. Schade, dass ich jetzt gar nichts mehr habe. Oh, beweg dich doch, Kind. Wie kann der mich treffen? Ich bin 1000 Meter weg. Ja, falsche Seite. Okay, gleich noch. Ja, ich bin tot. Ja, hast du schön gemacht. Ah, ich bin doch noch am Leben. Ah, welch Glück. Ach, der Gang war das hier. Boah, die Musik. Okay, Jetzt bin ich nämlich mal anders gegangen, als das Spiel das dachte. Okay, jetzt hat er aber abbekommen und jetzt hast du mir als Tipp gegeben, den hier hinten. Man weiß eben gar nicht, ob das funktioniert. Das ist doch der, oder? Der letzte. Wie, kannst du nicht mehr durch? Was? Der Geheimgang ist zu? Oh. Aber hier.
Und dann muss ich ja hier... Ah! Jetzt ist der schon hier, das gibt's ja gar nicht. Boah, der ist viel zu schnell. Und die ist viel zu langsam. Ach du Scheiße. Aber irgendwie ist der schon... Ich spiele selber gerade deswegen nicht wundern, dass ich zwischendurch nicht schreibe. Achso, alles klar, Sidney. Dann ebenfalls viel Spaß, während du zwischendurch schreibst und guckst und selber spielst. Hey, Sidney, so, ey. Gib mit dem ganzen drei Runden. So, gib mit dem ganzen drei Runden. Oh. Ja genau, die Nagelpistole hat man eingesteckt und die habe ich dann plötzlich gar nicht mehr. Oha, also... Stellt euch in die Nähe einer Glühbirne und schießt auf sie. In der Nähe ist, dadurch verflüchtigen sich die Motten für eine kurze Zeit und Porzellan wird wieder verletzbar. Wiederholt das Ganze 3 bis 4 Mal. Da drauf schießen, dann wird geht das Schutzschild sozusagen runter und dann können wir ihn mit der Nagelpistole ihn anschießen. Klingt nach einer guten Reihenfolge, wird man wahrscheinlich gar nicht so umsetzen können. Kann ich den hier nicht einfach... Aber ich habe doch das Nagelding gar nicht mehr. Das hängt ja auch gar nicht mehr hier. Hängt auch gar nicht mehr hier dran. Ah, oh, Jen, was machst du denn? Oh, das dauert so lang, Mann. Das geht aufs Schwein. Ach, das ist doch scheiße. Ja, und du bist schwer verletzt. Das ist genauso Mist. Ich weiß nicht, ob das überhaupt richtig ist. Natürlich von hier. Ist ja klar. Wo ist denn die Ich habe die Nagelschere nicht mehr. Komme ich denn immer auf Nagelschere? Die Nagelpistole? Wie soll ich denn da die zweite Phase mit dem schaffen? Scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Kann ich mal hier raus? Mein Gott, ist der schnell. Boah. Ah, da hier geht er wieder weg. Ah. Oh, wie schnell der ist. Puh. Ja, das geht zum Beispiel dann nicht, wenn ich keine Nagelpistole habe. Wie soll ich dann die zweite Phase mit dem machen? Oh Gott, da kommt er schon wieder. Das gibt's doch nicht. Wow. Ugh.
wie der aussieht. Ha, ausgetrickst. Ah, scheiße. Ja, das wird sowas fürs nächste Mal sein. Neu vom letzten Speicherstand, ja. Ja, das ist noch der erste. Aber die Pistole sollst du ja schon dann dabei haben. So, warte mal. Ach ja. Was? Oh Gott, was habe ich genommen? Das ist ja schon wieder 2116. 2311. Was habe ich genommen? 2311. 2326, oder? Ist es das hier gewesen? Warum wird es nicht den letzten Stand so angezeigt, sondern nur automatisch? Ah, das hat zu viele Fehler, das Spiel. Das muss ja der letzte sein, wo ich die Heilung hatte gespeichert und dann bin ich vor. Der muss es ja sein. Jetzt darf echt nicht noch mehr regnen, mein Aschebecher läuft sonst über. Ach so, okay. Der letzte Kasten befindet sich im Raum mit den Phenoxyl-Notizen. Geht danach zurück zum Mikrofon, um Hilfe zu holen und geht erneut durch die Geheimtür hinaus. Aha. Na gut, da sind ja dann insgesamt diese drei Sachen mit. Ist halt nicht überdacht, ja. Okay, verstehe. Ach du Scheiße, was ist für Speicherstand? Oh, Hex, no.
Ich habe doch den von heute genommen, ganz spät. Was ist denn das? Dreiundzwanzig neunzehn. Hier. Der Stand ist hier drüben, ist der hier. 23. Moment mal, 23. 19, hier die 4. 23.10. 23.19. Moment mal, das muss ich jetzt mal gucken. Ist doch nach den Zeiten der letzte Stand. Nee, das Datum ist ja von heute. Merkwürdig. Ach komm, hör doch auf. Das ist doch, was ist denn das wieder für ein Scheiß? Es haut gar nicht hin mit den Spielständen. Oh, es geht mir ums Schwein. Wie kann denn das sein? Normalerweise muss das die 7 sein. 2248. Automatisches Speichern geht gar nicht. 23. 16 habe ich noch. Ne, 20, das ist schon der 20, das ist vor 3 Tagen. Die 4 nicht. Warte mal, da kann ich ja jetzt mal. Ich nehme jetzt mal die 7. Verstehe ich nicht. Wie kann ein späterer Speicherstand viel älter sein. Nicht mal speichern kann das Spiel richtig. Oh. Ja, Celeste, da kannst du mal deine Moddenfähigkeit zu deinen Entwicklern schicken, dass die das mal beheben sollen. Ja. Ah, das sieht schon besser aus. Ah, okay, das ist gut. Aber ja. Trotzdem merkwürdig, also. Okay, bevor ich das hier mache. Das heißt, hier geht es dann wahrscheinlich in die Garage, oder? So, warte mal kurz. Genau, das ist ja noch gar nicht an hier. Müssen wir hier nochmal gucken. Genau, das ist dann der und hinten der. Und dann. Ja. Genau. Ach, das ist der Spind, siehst du, das könnte man von uns.
gar nicht richtig sehen. So. So, dann geht es natürlich wieder hier hin. Und dann ist natürlich die Frage, wo ist die Waffe? Also wie gesagt, ein paar Möglichkeiten hätte man schon. Und dann sollen wir... Meinen die jetzt die Lampen oder die? Ich weiß gar nicht, welche die meinen. Ja, dann kann man den bestimmt abschießen. Aber es aktiviert sich auch gar nicht. Naja. Es wird schon irgendwann klappen. Mann! Gut, dann gehe ich eben da rein. So. Warum bewegst du dich nicht? Beweg dich doch! Das ist so schlecht gemacht. So, jetzt kriegt er direkt eine ab. Genau. Mithilfe der Beleuchtung der Käfige. Oh. Er ist mir auf den Fersen. Ja. Ja. Weil sie wieder abkürzen, was? Wie der schwebt. Ist normal. Okay, warte, ich bleib mal kurz hier hinten. Und es wirkt gar nicht. Na super. Und sie dreht sich gar nicht mehr um. Ah, jetzt hat es plötzlich geklappt. Ich verstehe gar nicht, wie ich das zeitlich einordnen soll. So, jetzt muss ich... Ja, schön falsch abgebogen. Scheiße. Ja, wo war denn das hier, ne? Nee, schon. Verdammt. Aber hier war doch auch eine Tür, oder? Hier war noch eine Tür. Ach, das war die Kammer. Scheiße. Ich bin doch von hier gekommen. Erzähl mir doch nichts. Okay, das ist mies. Das ist, das ist richtig mies. Genau, mach das mal, ja. Weiter crawlen. Ach, ich weiß jetzt, wofür die Zeile da sind. Mit denen kann man die Türen verriegeln. Vielleicht... wenn der nah dran ist. Ja, das wird immer so seltsam ausgelöst. Oh, shit. Oh, Mann, Celeste. Warum rollst du dich nicht weg, wenn ich drücke? Ah, habt ihr die Hände von dem gesehen? Ja, aber jetzt hatte man gerade gesehen, ich habe das ja gedrückt. Dann war ich unten und dann kam dieses Quicktime-Event und dann habe ich das nochmal bestätigt und
Dann wurde das ausgelöst. Normalerweise müsste es so gehen, du bist dort, der ist in der Nähe, du aktivierst das, weg, der kommt rein und das wird ausgelöst, wie so ein Zeitverzögerer. Aber das haut überhaupt nicht hin. Du weißt nicht genau, ab welchem Abstand, wie viel Zeit das braucht. Eine Kammer oder ist hier noch eine Tür mehr, oder? Da ist nur das. Red nicht, renn lieber. Ja, klar. Klar. Nicht normal. Das ist nicht normal. Okay, das war irgendwie, ja, okay. So. Wie gesagt, ich kann das gar nicht richtig einordnen. So. Kommt, der ist schnell da hier. Ich weiß jetzt nicht, ist das noch aktiv oder muss ich das nochmal machen? Der Käfige, naja. Kannst. Ich wollte gerade sagen. Lass los. Hier haben wir nochmal eine Chance. Ja, wahrscheinlich müssen wir. Wahrscheinlich ist eher so gedacht. Sind wir da gut zu wissen, wo er ist oder wo er nicht ist? Ah, ich habe schon irgendwo gehört. Puh. Perfekt abgepasst ging der eine nicht. Beim anderen hat es ganz gut geklappt, aber. Ja, das kannst du nur einmal benutzen. Ist wieder in seiner Kammer, oder? Ja, die bleibt hier versiegelt.
Ja, Ausdauer geht auf jeden Fall schneller. Gut, dass wir das Upgrade gemacht haben, gleich zum Maximum. Na gut, probieren noch mal ein bisschen hin und her, machen wir das andere dann beim nächsten Mal. Jetzt bestimmt wird irgendwo hin teleportiert. Ich höre ihn doch. Was? Das ist bestimmt schon wieder hier drin hier. So, warte mal, vielleicht kann ich hier gerade mal. 75 habe ich wieder eingesammelt. Oh, das ist natürlich gut. So, wir haben ja. Ich wollte gerade sagen, dass sie das zurückgesetzt haben. Dann werde ich jetzt mal auf Gesundheit gehen. So. Bewegungsgeräusch. Oh ja, das ist gut. Nee, Moment mal, das ist Überlebende. Was? Moment mal. Nee, das ist doch Gesundheit. Okay, das. Hallo. Ja, dann natürlich erstmal hier Gesundheit, ne? Die Heilungsgeschwindigkeit und die Erholungszeit des Spiegels werden um einen zusätzlichen 15% erhöht. Ja. Gutes Deutsch. Die Wiederherstellung der Gesundheit während des Hockens wird um einen zusätzlichen 20% erhöht. Jawohl. Die Heilungsgeschwindigkeit und die Erholungszeit des Spiegels werden um einen zusätzlichen 20% erhöht. Zack, Maximum. Yes. 100% Gesundheit, 2,3% erlangen 100% der Gesundheitsfähigkeiten. Sehr schön. 2020. Gut. War denn das ja eigentlich? Ach, Barriere, Ja, das hier. Geräusche verringern. Das nehmen wir nochmal mit rein. Reduziert die Schwierigkeit des Versteckspiels erheblich. Minispiel, okay. Reduziert Geräusche beim Bewegen und verbessert die Fähigkeit in Verstecken. Ja, gut. Nice. Wow. Speichert, ja, das. Das machen wir lieber nochmal extra. Ich speichern. So, jetzt gucken wir mal ganz genau. Ja, ich nehme jetzt einen neuen Slot. Weil das Spiel ja immer total durcheinander kommt. Das würde sie immer Tabletten essen. So, haben wir wieder einen Schrauben irgendwas? Wo ist er denn jetzt hier? Kapuzenman. Und hier in ihrem, in seinem. Nein? Habe ich noch irgendwas? Noch einen. Oder? There has to be a way to make you disappear. Ja, irgendwo läuft da draußen rum, ich höre es. Dass die das hier zugemacht haben, finde ich nicht gut. Und wo bist du? Läufst durch die Gänge.
hier ist es jetzt zu. Da hinten steht er, oder? Ah, das täuscht. Hey, you! I'm here! Ah, hier oben steht er! Um Gottes Willen! Seht ihr das? Der chillt einfach hier eine Runde. Das gibt's doch gar nicht. Ja, kein Wunder, dass ich den nicht gefunden habe. Mal was Positives zwischendurch. Die beiden Bilder sind der Korb, den ich für mich selber gemacht habe. Ein Schraubding. Dann müsste er ja reagieren, ja. Bestimmt, wenn ich ganz nah davor stehe. Dass ich wieder abgestochen wäre. Oh ja, zeig mal kurz. Oh, mit solchen Kugeln drin. Cool. Oh ja, ich sehe schon, das hat sehr viel Zeit gekostet. Oh, der Boden ist auch gut. Ha, mit Schmetterling, wie passend zum Spiel. War keine Modde, aber naja. Der sieht gut aus, ja, mit dem Farbton. Ach, hier hast du sogar mal drei drin. Oh, hast du richtig gut gemacht. Jetzt wahrscheinlich schon. Ah, die Geduld hätte ich nicht. Bei mir wäre es schon aus dem Fenster geflogen. Hast du richtig gut gemacht, sehr schön. So, was ist denn jetzt mit dir hier, Fritz? Warte, ich werfe dir irgendwas an den Kopf. Nein, das nicht. Ach, hier ist wieder gar nichts. Bisschen Sicherheitsabstand. Hier muss doch irgendwo was. Halt, hier, oder? Ah, das ist ein Angriffsgegenstand. Okay, dann muss ich nochmal hier in den Raum gehen. Das ist doch unglaublich. Kabel. Ja, Kabel kann ich aber nicht so werfen. Das war dieser Schein. Hier kann ich mich verstecken. Ja, muss da noch irgendwo was sein. Halt hier. So. Ablenkung, ja. Nein, 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 nein. Aber du kannst es doch nicht werfen. Nein, du kannst es nicht werfen. Hier ist noch was? Betäubt den Feind für eine Weile. Oh ja, das ist gut. Das nehmen wir natürlich mit rein. Jawohl, jetzt kann ich was werfen. So, hoffentlich ist er noch tot. Nicht, dass er woanders ist. Das pulsiert so. Nichts passiert.
komme ja nicht von der anderen Richtung. Huch. This is how it all started. Ja, ja, ja. Gloria managed to obtain the other nuns, becoming Mother Acrantia. Stell mal nach hier. Bist du bedeppert oder was? Oh. Hey, wie geht's? Komm, wie soll ich noch auf dich schmeißen? This way. Wow. Na gut. Das wird jetzt nichts mehr. Es ist schon witzig. Und traurig, dass es so schlecht ist. Da müsste er reagieren, ja. Etwa eine Woche. Oh ja, danke dir. Ja, aber absolut verdient. Ich habe gerade mit allem gerechnet. Nur nicht damit. Der wirkt irgendwie sturzbesoffen, wie er sich fortbewegt, ja. Kann ja auch schweben. Aber das ist so ein Ding, wenn ich direkt hingehe, wäre ich direkt abgestochen. Wie er sich umguckt, wo ist sie nur? Wo ist sie? Es geht ja auch alles durch bei dem. Was ist das? Sag ich doch. Da greift er dich direkt an, ne? Das ist so bescheuert gemacht. Zack! Abgestochen. Immer dasselbe. Ja, wie kannst du mich treffen? Ja. Naja, bring es zu Ende. Ich krieg dich schon noch. Ganz schlecht gemacht. Aber dennoch, da ich das dann noch mit dem Hund hinbekommen habe, ging es wirklich Schlag auf Schlag, muss man sagen. Und jetzt müssen wir nur noch den hier loswerden und hoffen, dass es beim nächsten Mal ordentlich alles lädt und wir das umsetzen können. Ich mache mich da nochmal ein bisschen schlau. Was ist das jetzt hier? It's gone. It's gone. Was? Erst weg. Ich verstehe das Spiel manchmal gar nicht. Was ist hier los? Und jetzt tut er so, als könnte er dich nicht sehen. Bitte um Hilfe, benutze das Mikrofon. Hä? Aber ich habe doch gar nicht mit der... Jetzt habe ich plötzlich die Waffe? Was? Moment mal. Das Spiel... Gehe nicht mit rechten Dingen zu. Okay. Das ist, Moment, ich mach den mal kurz auf die 9.
Die 9, ja? Wir merken uns die 9. Wo ich plötzlich die Waffe wieder habe. Also das teste ich jetzt noch, dann mache ich auch wirklich Schluss. Bin über 246 Stunden gestreamt. This is how it all started. Gloria managed to obtain control of the other nuns, becoming Mother Akrantia. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss zu dem. Moment, das war da hier drüben, ne? War da hier die Abkürzung? Also ich hoffe, das geht jetzt, ne? Oder liegt der jetzt trotzdem noch hier? Test. There we go. Anybody there? Lynn! Can anyone hear me? I'm trapped down here. Can somebody help me? Lynn! Lynn, tell me you're there! Anyone! Somebody! Somebody help! I'm down here in this shithole! Lynn! Lynn! If you're there, can you hear me? Uh-oh. Oh, Gott sei Dank. I'm sorry. I'm sorry. I was never upset with you. It's okay. I understand. I fucked up. And you were right about everything. Jen? Jen? Oh, no. Niemandes Tochter. Töchter. Schließe Kapitel 3 ab. Okay. Das ist natürlich noch besser. Ja, dann habe ich den besiegt, indem ich ihn nicht besiegt habe. Cool. Wow. Das ist natürlich was. Okay. Ah, wegen der Garage. Du brauchst ja auch erst später. Mit Sicherheit keine 246 Stunden. Das denkst du. 2217. Gut zu wissen, geh oft genug drauf und du kommst trotzdem weiter. Ja. Auf jeden Fall. Ach, hier sind wir am Anfang lang gegangen. Oh, das Kino ist wieder an. We're saying goodbye. Sind das die Mädels? Aha. Das war Vergangenheit jetzt, oder? Tons of films here. This place isn't so bad after all. Just kidding. Let's go, you and I. Seriously? Look, you are the only thing that has ever made me feel alive. I want to start over from scratch. Explain to me, what exactly are we looking for? Shh. We have to be quiet. Ashman always keeps some cash in the office.
Was, wir spielen Lynn? Okay, das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich bin sehr gespannt. Let's call it a compensation for our services. I wonder if I'll also find my violin. I haven't played it in ages. How long ago did you get here? It will be 2 years in November. I needed a roof over my head. Ashman was rebuilding his new project, the hotel. So, here's the new maid. What about you? How was the Flemington Girls and whatever it's called? It wasn't bad, more than anything. Well, I couldn't bear the other girls. And before that? I ran away. At least, that's what I remember. Lynn, it's a sad story. I left it in the past. Do you ever feel the urge to rewrite it all? Change life, change name, feel like a whole new person. All the time. Okay. Geh ins Büro. Okay. Du sollst aber speichern. Ja, ich habe mir auch gerade überlegt. Nicht, dass es dann nicht klappt und ich wäre wieder an einem alten Stand unten. Gar nicht wissen, welches. Kann gar nicht in die Hocke gehen. Oh, bitte lass mich speichern. Oh, ist verschlossen. Oh, scheiße. Okay, verstecken kann ich mich aber. Und ich kann auch gar nicht rennen. Natürlich. Oh ja. Nein, nein, ich brauch den Schraubendings hier. Ja, ja. Nö. Moment mal, auch zu. Kannst du dich bewegen? Nein, kann sich nicht bewegen. Lynn, was ist denn mit dir? Warum? Oh Gott, jetzt bleibt die hier kleben. Verdammt nochmal. Lynn! Was? Jetzt habe ich gar nichts mehr. Was ist denn hier los? Ja, was soll's. Ich jetzt auf. Gut, Gamer Freunde, Ladies, das war die Abendrunde zu Remothered Broken Porcelain. Wir werden beim nächsten Mal nochmal weiterschauen. Wenn das mit dem Spiel dann nicht klappen sollte, dann wäre ich noch ein bisschen vorspielen, bevor ich dann irgendwie live gehe oder so, muss ich mal schauen, dass wir dann hier irgendwie mit starten können und dass wir dann nicht mehr irgendwo hängen bleiben, wo gar nichts ist. Aber ansonsten richtig gut vorangekommen mit gewisser Teilfreude. Ja, war eine schöne Runde mit euch, schön, dass ihr da wart und dann bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch, springt schön ins Wochenende rein. Bis zum nächsten Mal mit diesen Sachen hier, die richtig gut laufen. Ja, ebenso. Angenehme Nachtruhe. Schlaf gut. Und danke, dass ihr da wart. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.